Hey Leute und herzlich willkommen mit einem Toten hier bei Fallout New Vegas. Welcome to the strip. So. Das müsste jetzt eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, das müsste der 69. Part sein. Der 69. Part. Oder? Doch, oder? Ich weiß es ja nicht. Ist das jetzt der 99. Part? Doch, eigentlich schon. Wenn Chocksplay das so sagt, dann ist es der 69. Part. Ne, weiß ich ja nicht, ob es der 70. oder schon der 69. Part ist. Naja, ist auch egal. Denn in diesem Part jetzt hier werde ich mich schon langsam vorbereiten auf diesen Endkampf. Und dann werde ich dann... Ich hoffe mal, dass es dann der 70. Part ist. Dann im 70. Part zum Endkampf gehen und ihn bestreiten. Yep. Na gut. So. Da wollte ich eigentlich jetzt nicht hin. Ich wollte eigentlich schon Präsidenten Street. So, wir umdrehen. Nämlich zur Präsidenten Street with Rex. Obwohl, siehst du, ist jetzt Rex hier bei mir? Oder die warten jetzt unten, ne? Ach Gott. Gott, ey. So ein Scheiß. So, jetzt hier. So, und hier auch noch, mir nach. Präsidenten Suite. So, jetzt. Also, pass auf, Veronica, du gibst mir jetzt. Du gibst mir jetzt all deine Sachen. Denn es, man kann nicht alle Leute nehmen, also mitnehmen. Alle Begleiter, die man bis dato hat, kann man nicht mitnehmen, damit die dann spielen oder so. Und das geht leider nicht. So, Terminal. Das ging vorhin gar nicht. Sweet Upgrade, ja. Das will ich machen. Und das geht immer noch nicht. Das ist ein Fail oder so. Ich kann nicht. Ich verstehe das nicht. Eigentlich, das. Ich verstehe es nicht. So, ich werde mich wirklich jetzt. Der Part könnte vielleicht ein bisschen langweilig sein, aber ist ja auch egal. So, warte mal. Eigentlich gerade unnötig, aber hier kommt die ganze Kleidung rein. So, was ich nicht brauche, kommt darin. So. Okay. Warte mal. So, die repariere ich dann. Okay. So, ich bin zwar immer noch überbelastet. Das ist mir klar. Und zwar lege ich hier sonstiges ab. Ja, yeah, das Todeskralleneier. Hier kann alles weg. Nee, das nicht. Das auch nicht. Hier. Todesfallenklaue. So. Hier kommen meine ganzen Waffen rein, ja. Guck, hier sind schon ein paar Waffen von mir. Nämlich, jetzt ist es nämlich spannend. Welche nehme ich zum Endkampf mit und welche nicht? So, die kann ich. Und dann wäre auch nicht. Bronn kann ich mitnehmen. Hup, komm her auf die Tür. Nee, auch nicht. Auch nicht. Kann weg. Bleibt. Kann weg. Kann weg. Bleibt. Karawanschrotflinte. Ne, geht auch weg. Kann weg. Bleibt. Weg. Präsidentin bleibt, den nehme ich mit.
Die können weg, kann weg. Kann weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg. So. An diesen, ja, jetzt habe ich auch die andere Waffe, ganz andere Dings weggemacht, wohl, ne? Für Kleidung, nämlich die brauche ja, der. Die brauche ja, Herr. Ah, ne, habe ich ja. Hä? Ist ja auch real. Nämlich, Herr Boone. Wo ist denn jetzt Herr Boone? Sag mal hier, erstmal, nee, Rex, du bleibst ja? Ach, da ist Boone. Man kann nicht übersehen, dass die Brüder hier passen. Ich hab gerade nicht. Wow, sie hört da drin. Sie trennen sich irgendwie. Ja, drin. Nett. Kann ich den Zimmerservice bestellen? Ist es schon so. Yep, wir ziehen gemeinsam weiter. Boon! Jetzt! Soll mir recht sein. Aber den kann ich aufrüsten. Hier kannst du haben. Jetzt echt? Ernsthaft? Ja, dann musst du so bleiben. Warte mal, dann rüste ich mich nämlich auf. Ah, ist ja kacke. Ne, ist auch egal. Aber ich will ihn trotzdem zum, für einen Kampf haben. So. Aha, haha. So. Und ihn auch. So. Und ich bin jetzt bereit für den Endkampf, liebe Leute. Wir haben, wenn Sie können mal sehen, die drei Schneekugeln, die wir haben, hier kommen immer noch vier hin. Und da oben, ja, kommen wir dabei hin. Stramme Strahle haben wir hier. So. Ach, siehst du, Medizin habe ich euch auch noch. Der moderne Arzt, der bleibt. Ich werde alles benutzen. Ich werde jede Dings werde ich benutzen. Die Vertreterbrauche kann weg. Dietrich und du kann weg. Das werde ich lesen. Das wird ein harter Kampf. Ich muss noch Dings nehmen. Ich muss noch Dings holen. Stimpex. Ich brauche unbedingt Stimpex. Und die Stimpex, die bekomme ich nämlich von. Ja, von wem bekomme ich die? Weiß ich ja nicht. Ja, guck ich mal rum. Ich hoffe mal, dass in Jacobstown da wieder paar, also dass da wieder paar Stimpaks im Verkauf sind. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Geld dabei. Das ist auch ein bisschen blöd. Frauen von New Vegas fragen so. Mich oft, ob es eine Mrs. New Vegas gibt. Entfernen. Und jetzt. Das sind sie. Und sie sind so perfekt für mich. Wie am ersten Tag. Oh, gut, Leute. Die Vorbereitung vor dem Endkampf steht. Ich brauche viele Stimpacks. Mit 7 Stimpacks insgesamt. 6 normale und 1 Power Stimpack. Das reicht nicht aus. Und zahlreichen RNK-Landbesetzern, die dort Zuflucht suchten. Der Anführer der Kings, der sich einfach nur der King nennt, zeigte sich gereizt und schimpfte RNK-Bürger wörtlich. Devil in disguise. Er fügte hinzu, er wolle niemanden aus der RNK in the Ghetto sehen. Und gut. In großem Stil, so wörtlich. Dann werden wir jetzt mal hier reingehen. Falls in den mal wieder! Flüchtlinge in
Jungs lieferten erschreckende Beschreibungen. Na, ich hoffe mal, der Endkampf wird jetzt nicht zu schwer für mich. Caesars oberster Offizier sein soll. Er schilderte, wie der Legat den Kommandanten so eines Trupps, dessen Leistung nicht seinen Erwartungen entsprach, vor versammelten Truppen totschlug. Angeblich laufen diese Roboter... Hallo da! Nein, sie hat... Ist doch jetzt nicht normal, oder? Sie hat echt keine Stimpacks. Dem Strip mit verschiedenen Gesichtern. Ah. Der nächste Ort, wo ich hingehen werde, ist... Good Springs. Nämlich, da gehen wir zu Doc Mitchell. Und versuchen da mal wieder nach Stimpacks. Sind vielleicht nicht so viele Stimpacks. Könnte ja sein, dass nur so um die 5 sind oder so. Aber besser als kein Stimpack. Außerdem kann ich eh nur 22 Simplex kaufen, so im Dreh, da ich ja nur 2200 Kronkorken habe, da ich so blöd war und habe 10.000 Kronkorken für die Kampfrüstung ausgeben. Ja, das war mein Fehler. So. Und hier haben wir Doc Mitchell. Weh, du hast keine Simplex für mich. Gut. Scheint nichts Ernstes. Das wollte ich jetzt eigentlich zwar nicht. So, hier, ey. Oh, Junge. Wie geht es Ihnen? Wenn ich dich sehe, scheiße. Ich brauche Medizinmaterial. Stimpack 11, ui. So. Super Stimpack. Und verlassen. Und jetzt gehen wir noch zur New Vegas, zum New Vegas Krankenhaus. Da kann man sich nämlich auch was transplantieren lassen. Ein implantieren lassen, ja, so eine Art. Und ja. Muss ich mal kurz finden. Ja. Da habe ich auch noch gerade entdeckt, da muss ich mal noch kurz hin. Ist auch nicht so schlimm. Und da habe ich mal, dass die paar Stimpacks für mich haben. Und dann geht's los zum großen Kampf im nächsten Part dann. So. So, wie habe ich jetzt eigentlich? Müsste ich schon theoretisch alleine, müsste ich auch schon so auf Stufe 21 kommen. Das müsste ich eigentlich schaffen. Nachdem ein neutraler Unterhändler die Freilassung der Geiseln erwirkt hatte. Ebenfalls in den Schlagzeilen. So, New Vegas Krankenhaus. Ich hoffe mal wirklich, dass die jetzt das Stimpacks für mich haben. Was ist die? Ja. Dr. Usanagi. Willkommen im Krankenhaus. Zeigen Sie mal Ihr Angebot. Stimpack 16, jawohl. Und Super Stimpack. Ja, warte mal, was kann ich denn dir geben? Hier kriegst du das. Und kriegst noch hier, kannst du das haben. So. Akzeptieren. Okay. So, ich habe jetzt nur noch 98 Kronkorken. Aber es reicht aus. Denn ich habe jetzt
So um die ca. 30 Stimpacks. 5 Super Stimpacks. Und ja, jetzt gehen wir zum Nordtor von Las Vegas. Von New Vegas, sorry. Ich werde jetzt natürlich dahin gehen jetzt. Also zum Ja-Sager und dann. Stutze ich meine Haare. Mal pumpe noch ein bisschen und dann. Nehme ich mir noch ein. Was mache ich denn noch? Ich schiebe noch Medics ein, Psycho und dann. Gehe ich voll bekifft zum großen Finale. Ne? Und ja, die folgen mir. Penthouse. Die kommen, die können jetzt nicht mitgehen. So, und jetzt wird spannend, liebe Leute. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao.